Ein paar Sekunden später. Willkommen zu einem neuen Video. Heute fahre ich das erste Mal im neuen Jahr. Heute ist sehr sonnig und warm. Davor die Wochen, da war ja so viel Schnee, das war ja lang nicht mehr. Aber es ist echt warm, ich weiß gar nicht, 15, 16 Grad. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Das ist cool. Nice. Schulterblick. Bisschen Schnee liegt mir noch. Hier und da. Wir fahren mal rechts. Links. Ich bin so lange nicht mehr gefahren. Das ist so ungewohnt. Nur bei Split muss man jetzt aufpassen in den Kurven. Nicht, dass man hier wegrutscht. Ich hätte ja gerne noch mal ausprobiert, bei Schnee zu fahren. Aber wir wohnen in so einem, praktisch unten in so einem Berg. Was, Bruder? Und das hat, glaube ich, keinen Sinn gemacht. Da bräuchte man so eine ebene Fläche. Das wäre besser gewesen. Das war rot. Die besten sind ja, finde ich, die mit dem Fahrrad draußen mit Maske fahren. Das ist doch voll anstrengend. Und wirklich nützen, glaube ich, tut's auch nichts. Oh, der Wind ist aber doch noch ganz schön. Na, was war das? Wir fahren jetzt erstmal hinter Holzhenk lang. Mal gucken, ob da wieder die 125er Gang ist. Wir sind die KTM Gang und fertig aus. Die treffen sich nämlich da, glaube ich, immer. Da ist schon mal eine 125er. Das war keine. Hier ist wieder dieses Güterverkehrszeug. Hier scheint keiner zu sein. Ich glaube, wir fahren mal hier raus. Ich wollte nämlich noch was testen. Habe ich hier so zwei Luftballons und Gummibänder. Und da wollte ich jetzt so einen Luftballon hier an den Auspuff machen. Ist da, der ist noch warm. Da kommt Öl raus. Ah, der ist doch ganz schön groß. Oh, oh, oh. Aber, er ist doch. Ich hätte gedacht, er ist wärmer. So. Okay. Und dann... Nein! Oh nein! Jetzt machen wir da noch so ein Gummiband drüber. Vielleicht hält das jedenfalls ein bisschen. Oh nee! 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 Und dann machen wir jetzt gleich den Motor an und dann sollte der sich aufpusten. Bis er platzt. Dieser Kleine, der wird da gar nicht. Der ist ja noch kleiner von hier oben. Ja, okay, so geht's aber. Gut, dann machen wir mal den Motor an. Zack. Mal gucken, was passiert. Nein. Aber nee. Ach nee, du. Toll. Habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Nö. Dann müssen wir noch mal den Kleinen probieren, aber ich glaube,
kleine funktioniert noch schlechter. Das habe ich irgendwo mal gesehen. Aber die hatten so einen Riesenballon. Komm schon, nicht reißen, nicht reißen. Jawoll. Ja. Jawollo. So, jetzt noch ein Gummiband. Das könnte die neue Abgasregelung werden. In der Tat. Dann fährt halt jeder mit so einem Luftballon da hinten dran. Nur du brauchst so einen riesen Luftballon. Eine Ewigkeit später. So, perfekt. Vielleicht muss ich ihn noch festhalten. Okay, nächster Versuch. Soll ich ihn festhalten? Oh Gott. Aber er ist nicht gerissen. Er hat sich nur vorne aufgepustet. Oh doch, er ist gerissen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass dieses Rohr so groß ist. Oh. Na gut, können wir das auch vergessen. Den Müll nehmen wir natürlich mit. Bleib. Mach hinne. Was für ein Loch. Wenn du da reinfährst, dann legst du dich. Der Hammer. Hey, was bist du für einer? Sprachen lernen, Bubble. Gutes Deutsch. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Yes! Oh Gott, wie viele. Habt ihr gesehen, wie viele unten sitzen? Wir fahren jetzt da erstmal gucken. So, jetzt mal gucken. Oh Gott, oh Gott. Seht ihr das? Wenn da das Ordnungsamt. Ich meine, selbst wenn sie Sicherheitsabstand halten, war es nicht so, dass man sich gar nicht mit so vielen generell treffen darf? Gott, fast der Roller auseinandergefallen. Tja, und ab hier dachte sich die Kamera, nehmen wir mal keinen Ton mehr auf. Deswegen endet das Video jetzt hier. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.